Hallo und herzlich willkommen zur bereits zweiten Folge von Tom Clancy Division. Und ich mach nochmal hier Hilfe, Hilfe, Hilfe. Wir waren hier stehen geblieben. Ich bin jetzt einfach nur über den LKW geklettert. Und wir gehen jetzt zum nächsten. Das Gute ist, wir sind bis jetzt noch nicht mal gestorben. Also in der letzten Folge nicht. Und in dieser Folge auch noch nicht. Okay, diese Folge geht gerade mal ein paar Sekunden. Okay, eine halbe Minute. Was passieren? So, wir sind gleich da. Noch 50 Meter. Oh, wir sind da. Oh, da sind Gegner. Wirklich, die war sehr, wie ich anfangs dachte. Scheiße. Gesichert. Gegner neutral. Schon gut an. Einmal für JTF. Vorräte okay. Zur Abholung markiert. Sparrow 5 hier. Anderthalb Minute verteidigen. Warnung, die nähern sich. Doch irgendwo. Bringt seine ganze Familie mit. Hallöchen und ja, ist mit der MP nicht so gut. Und tschüss. Auf 40 Sekunden, jetzt kommt von dort welche. Getroffen. Okay, das sind die beiden Helden. Das heißt, du bist auch so. Es kommt von dort welche. Headshot. Meine Munition ist gleich allein. Nicht gut, nicht gut, nicht gut. Nicht die Munition. Kommt schon. Hier ist Munition. Gut. Nicht. Item. Sparrow 5 ist vor Ort und kampfbereit. Gut, gut, hier hinten liegt auch noch Munition. Und noch ein Item. Wo ist der Typ? Da ist der Typ. Und der Typ ist tot. Ziel ist sicher. Keine Gegner entdeckt. Sie haben es. Gute Arbeit, Agent. Jetzt können die Verletzten endlich ihre Medikamente erhalten. Neue Waffe. Ausgezeichnete Arbeit, Agent. Vielen Dank für die kritische Trefferchance ist etwas höher. Kommen Sie doch mal wieder vorbei. Wir haben hier was für Sie. Ich nehme die mal. Dann packe ich mir den noch mit drauf. Das noch. Kann ich da den Mod draufpacken? Natürlich nicht. Schade. Sieht hier aus auch nicht. Hier mit zwei Mods und wir können die nicht gebrauchen. Schade. Naja, zum nächsten. Das wir dann einmal zurück zum Safe House. Kann ich da auch hin spawnen? Ja, kann ich. Nice. Haben wir uns schon mal einen kleinen Weg gespart. Wir hätten jetzt auch schöner hingehen können, aber es ist eigentlich egal. Außer ihr wollt, dass ich da hinlaufe, dann schreibt es in die Kommentare. Dann werde ich da auch immer hinlaufen, ohne eine Blitzreise zu machen. Und jetzt erstmal hier Bericht abgeben. Level 3. Wir haben gerade einen Notruf aus einem lokalen Polizeirevier erhalten, das wir als Verteilzentrum nutzen. Es wird von Plünderern angegriffen, die offensichtlich Geiseln gegen Medikamente eintauschen wollen. Sie müssen dorthin, die Gefahr ausschalten und alle Geiseln befreien. Fantastische Arbeit, Agent. Alles klar. Man merkt es. Die Mission wird immer anspruchsvoller. Schön wieder voll. Jetzt
Fall komisch, wieder auf Level 3 zu sein, wenn man jetzt halt mit Level 30 rumrennt. Wenn ich denn so eine Mission wie hier mache, da kriege ich noch nicht mal einen Kratzer. Mache ich einen Schuss und die sind tot. Noch nicht mal einen Schuss. Ich glaube, die brauche ich einmal noch zu schlagen. Passen Sie auf, worauf Sie zielen. Ich ziehe gleich auf dich. Ui, okay. Hinten, Schwierigkeit. Kannst auch auf schwer spielen. Wir bleiben lieber bei normal. Agent, bringen Sie das Revier wieder ja, unter Kontrolle. Ich bin gerade der Beste in den Shooter-Games, deswegen lassen wir das mal auf normal. Warnung, Gegner nähern sich. Okay, Tür auf. Okay, ich glaube, die MP5 war besser. Ich glaube, die haben Granaten. Ich hoffe, der Spielesound ist nicht zu laut. Ja, der ist weit weg. Okay, meine Handfeuerwaffe geht das dann doch noch. Parkhaus sichern, abgeschlossen. Das Parkhaus erreicht. Agenten zur 84. geschickt, aber alle Eingänge sind blockiert. Da vorne ist eine Kiste. Division, das ist die beste Nachricht seit Monaten. Rucksack. Kommen Sie von hinten über das Parkhaus. Verstanden, Agent? Von hinten kommen wir, alles klar. Los. Das war doch. Alarm, weitere Gegner unterwegs. Noch mehr. Wir sind hier eigentlich jetzt. Alter, wofür ist das JTF gut? Das rennt einen die ganze Zeit nur im Schuss rein. So. Da oben war keiner. Feinde im Anmarsch. Och nö. Wenn ich gerade ein bisschen sehr leise bin, weil ich bin sehr... Oh, fuck. Sehr konzentriert. Wir sollten uns überlegen, wo wir als nächstes zuschlagen. Bringen wir es hinter uns! Oh, fuck. Mal sehen, wie dir das... Okay, da hat sich selbst geblendet. Schon wieder welche. Ah, das ist... Ach, es soll was noch hier. Oh, das war dumm. Parkhaus gesichert. Gibt's hier vielleicht noch eine Kiste oder so? So wie es ausschaut, nein. Schade. Tür öffnen. Alarm! Feinde entdeckt! Du willst mich doch verarschen. Da hinten hocken sie. Nutzen Sie uns nichts. Zumindest jetzt. Wie viel sieht er?
2, das sind die beiden da vorne. Okay. Geisel befreien. Holt mich hier. Ja, ja, warte doch. Nicht so laut. Mach sie nicht wütend. Sei vernünftig, hey, und gib mir vielen Dank, dass sie da waren. Oh, es ist Stockwerk durchsuchen. Danke. Ist ja alles noch so schön einfach. Warnung! Feinde in der Nähe entdeckt! Da habe ich Angst, was als nächstes passiert, ey. Wenn das richtige Spiel betritt. Okay, da sehe ich schon einen. Ja, mal. Die können mich alle mal am Arsch lecken. Okay, da vorne steht da einer. Vielleicht ein Experiment. Okay. Alarm! Weitere Gegner unterwegs! Noch mehr! Welche haben wir besser? Gut, dass ihr auf unserer Seite seid. Wir den Job! Schaltet sie alle auf! Wir werden die Herde kommen! Der Mann ist One-Shot, was soll das? So. Alarm. Weitere Gegner noch unterwegs. Mehr. Ich auch mal gleich die Kugel im Rücken, ey. Aktion und adios. Anführer ausschalten, okay. Oh, Aufhebox. Das kommt schön gelegen. Öffnen wir mal die Tür. Alarm! Feinde entdeckt! Ach du Kacke. Wir nehmen den Rest. Und mein Medipack. Und zack. Alarm! Weitere Gegner unterwegs! Oh, 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 oh. Alter, ich brauch anderthalb Magazin hier mit, oder was? Oder fast anderthalb Magazin sogar. Okay. Oh, fuck. Ich hasse gerade, ey. Oh, scheiße. Nein, 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 nein. Gut, Alter. Überhaupt nichts gut hier. Bin ich tot. Das ist der Boss, ich bin am Arsch. Alter. Jetzt wäre ein Medipack gut, ey. Auch nichts zu Spaß. Sind hier irgendwo ein Medipack, Mann? Oh, scheiße. Ich werde sterben. So, Cyrus. Das kann ich hier noch klein. Ausgezeichnete Arbeit, zum Agent. Glück. Brooklyn ist stabilisiert. Manhattan. Manhattan ist eine andere Geschichte. Aber sehen wir selbst. Es sind jetzt noch ein paar mehr Agenten in mir. Wir treffen uns mit Agent Lau und auf fliegen nach zusammen. Manhattan. Commander Chang, Ende. Einführung, Waffen. Die SPS-Statistik zeigt
Schaden pro Sekunde deine Waffen anrichtet. Okay. Wählt man im Inventar eine Waffe aus, öffnet sich eine detaillierte Übersicht mit Schwerten und Gebrauchs, bla 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 bla. Gut. Öffnen wir mal das Tor. Ist bloß blöd, dass ich jetzt kein Medipack mehr habe und falls jetzt was ist, dann werde ich sterben. Oh, es ist ein kleiner Kurzfilm. Ich habe kurz mal meinen. Da drüben. Hinter dem Gebäude ist eine Bar. Der beste Whisky Sour von Manhattan. Falls wir die Stadt retten, spendiere ich einen Drink. Sorry. Wenn wir sie retten. Ah, da kommt er. Der Rest von uns sitzt in diesem Heli. Unglaublich, dass es jetzt wirklich soweit ist. Alter, das sieht ja aus wie ein Zombie. Und so wie es ausschaut, fliegen wir jetzt nach Manhattan. Mit einem schönen Ladebildschirm. Massive Entertainment. Unglaublich, dass es jetzt wirklich soweit ist. Gute Arbeit, Agent. Bleiben Sie wach! Ich brauche Sie! Ich bin da. Hören Sie! Das wird wieder! Hey, momentan geht es Ihnen besser als mir! Shit! Die Explosion hat den Commander getötet. Wir haben einen Job zu tun. Den erledigen wir. Es ist nur... Landung in einer Minute. Sie müssen das gleich auf der rechten Seite sehen. Oh, ach du Scheiße, wie sieht denn die ganze Welt aus? Zwar habe ich das Spiel schon durchgespielt, aber... Ich habe mehr über die erste Welle herausgefunden. Die sind alle entweder tot oder werden vermisst. Also liegt es jetzt an uns. Und deshalb müssen wir uns zusammenreißen. Und zwar schnell. ATF-68 an Tower. Sicht auf den Hudson. Ja, zwei Division-Agenten an Bord. Die Explosion vorhin war ihr Taxi. Okay, JTF-68, klar zur Landung. Normalerweise braucht man Zeit, bis man jemandem vertrauen kann. Tja, wir haben keine Zeit. Ich vertraue Ihnen, das muss ich wohl. Ich hoffe bei Gott zurecht.
Willkommen am Hudsonpier! Keine Ahnung, was Sie da erreichen wollen. Hinter diesem Tor liegt ein gottverdammtes Kriegsgebiet. Wer hat hier den Befehl? Captain Benitez. Er leitet die Evakuierung am Madison Square Garden, aber wir haben den Kontakt verloren. Falls morgen immer noch Funkstelle herrscht, packen wir ein. Niemand zieht von hier ab. Wir holen uns die Stadt zurück. Nehmen Sie mit, was Sie brauchen. Ich komme hinterher. Viel Glück. Sie werden es brauchen. Wir wissen, dass die Operationsbasis von den Kriminellen belagert wird, die den Madison Square Garden übernommen haben. Auch schon sind wir diesmal so über 20 Minuten. Das heißt... Aber die JTF ist überlastet. Das muss unsere erste Priorität sein, Agent. Erobern Sie unsere Basis zurück, dann sehen wir weiter. Zu labern. Oh, da wird eine Trage hingebracht. Das gucken wir uns jetzt an. Ich mache wie immer den Hampelmann. Und ja... Das war's dann mit der Folge. Heute mal mit ein bisschen Überlänge. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne eine Bewertung da. Ein Kommentar wäre auch nicht schlecht. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss.